Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenbrock, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ja, Marcel Appia nach dem 0-2 in Rostock, am Mikrofon der Nord Media. Überlegen für das Auswärtsspiel, trotzdem verloren. Wie kann man das erklären? Ich denke, dass wir über das ganze Spiel gesehen einiges an Spielanteilen hatten, einiges an Chancen auch. Gerade auch in der zweiten Halbzeit ganz gut auf das Rostocker Tor gespielt haben. Aber nicht in der Lage waren, das Übergewicht dann irgendwo auch im Tor zu münzen und es dann nochmal gefährlich zu machen. Ich denke, wenn wir ein Tor machen und das Spiel dann wieder ausgeglichen ist, dann haben wir auch gute Chancen, das Spiel zu drehen und zu unserem Gunsten zu entscheiden. Woran liegt es, dass der Ball momentan nicht über die Linie geht? Das ist so ein Stück weit das Matchglück dann, was da fehlt. Ich denke, im letzten Kontakt, in der letzten Annahme, im letzten Ball, den man schießen kann, fehlt ein Stück weit das Quäntchen Glück. Kann, denke ich, dieses Spiel nicht sagen, dass wir noch nicht versucht haben, uns das zu erarbeiten. Weil sich jeder irgendwo reingeworfen hat, reingehangen hat und bis zum Ende gelaufen ist und versucht hat, aufs Tor zu spielen. Nützt nichts, jetzt darüber zu philosophieren, was gefehlt hat. Es geht darum, die positiven Dinge mitzunehmen, so abgedroschen es klingt, und dann am Mittwoch und am Wochenende wieder weiterzumachen. Ich sag kurz was zum Gegentor. Hüsing köpft den rein und Groß und Rosso und Duje räumt euch so unglücklich ein bisschen gegenseitig ab. Wie hast du es erlebt? Ich glaube, der Ball wurde nochmal rausgespielt nach der Ecke, wurde zurechtgelegt und ich gehe erst den Weg mit nach hinten, dann startet er nach vorne und hat dann einen halben Meter Vorsprung, aber ich springe eigentlich in seinem Rücken und er nimmt den überragend mit dem Kopf in die lange Ecke. Also, ich muss noch mal im Video sehen, aber ich denke, dass ein Kopfball so überlegt dann doch noch unter Druck, weil er stand nicht alleine da, im Gegensatz zum Münsterspiel, in die lange Ecke platziert wird. Das ist, muss man auch sagen, dass es gut gemacht war. Dennoch ist es natürlich extrem bitter und für mich nicht zufriedenstellend. Das ist vielleicht auch ein Unterschied. Stichwort Kopfballstärke, ist es ja nicht das erste Tor, das irgendwie nach einem verlorenen Kopfballduell fehlt gerade. Ne? Da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass ihr da letztes Jahr besser war. Ja, aber am einen Spieltag ist Kopfballstärke, am anderen Spieltag ist es Tempo, was fehlt. Wenn man Gegentore kassiert, dann ist immer irgendwo was in dem Moment nicht gepasst hat. Ob das jetzt mit dem Fuß war, mit dem Kopf war, nach Standard war oder rausgespielt war, das spielt in dem Fall keine Rolle. Ich denke nicht, dass man großartig eine Kopfballfrage oder eine Debatte starten muss. Und wir tun gut dran, überhaupt keine großartige Debatte zu starten und uns auf die Kleinigkeiten so festzuschießen. Natürlich muss man da seine Schlüsse draus ziehen und das besser machen. Aber im Großen und Ganzen muss man viele Dinge besser machen. Du hast heute rechts gespielt, einige gute Vorstöße gehabt. Vielleicht auch ganz cool, dass du mal wieder das Tempo ausspielen konntest. Also wie hast du das wahrgenommen auf unsere Position jetzt? Ja, also für mich macht es nichts aus, ob ich rechts spiele oder innen spiele. Ich versuche meine Stärken auf den Platz zu bringen, auf der jeweiligen Position. Und ich denke, dass rechts dann halt auch mit dem Hinterlaufen und mit den Flankenläufen ist. Leider war auch das ohne Ertrag, was ich mir dann angucken muss und gucken muss, ob die letzte Flanke dann besser gepasst hat. Aber es tat gut, mal wieder den Auslauf zu haben im Vergleich zur Innenverteidigung, sage ich mal. Da hat man nicht so die Beine. Letzte Frage, wie schwer ist das jetzt mental? Man macht eigentlich ein gutes Spiel. Also man hat in der zweiten Halbzeit sogar teilweise das Gefühl, ihr spielt euch einen Rausch, weil irgendwie spielerisch im ersten und zweiten Drittel relativ viel geht. Bloß vorne geht das Ding nicht rein und das Ergebnis stimmt wieder nicht. Da ist ja schon die Gefahr, dass man irgendwie den Glauben auch mal verliert. Den Glauben darf man nicht verlieren. Die Saison ist lang. Natürlich läuft die nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und wie es auch möglich wäre und so, wie es letztes Jahr war, aber um den Glauben zu verlieren, da müssen ganz andere Dinge passieren und von dem her heißt es zusammenrücken, was wir definitiv machen, zusammenstehen weiter und darauf hinarbeiten. Marc Wachs, 0-2 in Rostock. Und das, obwohl man eigentlich selten so ein überlegen geführtes Auswärtsspiel von der Mannschaft gesehen hat, wie eures heute war. Kann man das erklären? Ja, das ist momentan wirklich brutal, was wir hier im Fußball erleben. Ich glaube, das ist das Schlimmste für einen Spieler.
Wie schon gesagt, wir haben eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht. Das Einzige, was bei uns ist, wo wir daran arbeiten müssen, ist die Chancenverwertung und in den entscheidenden Momenten dann die Tore zu machen. Und dann läuft es auch ganz anders. Ne? Kann man sagen, dass Kopfballstärke momentan vielleicht ein bisschen ein Problem ist? Weil es ist ja heute nicht das erste Gegentor, das 1-0, ja, nach einer Kopfballsituation gekommen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Vielleicht die gewisse, so die Wachheit vielleicht nochmal so auf jeden Standard zu konzentrieren, da müssen wir halt dran arbeiten, aber ich kann nicht jetzt Kopf hochnehmen. Am Mittwoch ist das nächste Spiel, DFB-Pokal, ist wieder alles möglich. Wir haben die Köpfe oben und müssen es besser machen. Dani Tunis ist jetzt seit 2 Spielen der Trainer. Man hat schon das Gefühl, dass man sieht, dass sich was verändert hat von außen. Ihr spielt mutig nach vorne, geht vorne mit 3 Leuten drauf. Sucht den Weg nach vorne auch, vielleicht ein bisschen mehr als vorher. Schwierig ist das auch im Kopf, dass man eigentlich sieht, ob die Spielfreude und Glauben daran ist da, aber es schlägt sich einfach in den Weg. Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe. Das ist momentan wirklich Brutalität des Fußballs, was wir erleben. Dass wir so gut Fußball spielen und uns eigentlich nicht selbst dafür belohnen, um es mal deutlich auszudrücken. Aber wie schon gesagt, wir müssen einfach hochnehmen, wir müssen weitermachen. So ist einfach mal Fußball. Und ich denke, wir leisten alle da trotzdem weiter gute Arbeit und geben unser Bestes. Wie schwierig ist das dann so? Du bist ja ein bisschen weiter hinten. Siehst du das dann, wie die vorne einfach den Ball nicht über die Linie kriegen? Oder dass man denen jetzt eine Schuld gibt? Klar, aber auch nicht einfach. Ja, nee, ich denke, wir müssen das schon als Team sehen. Natürlich leidet jeder mit, der sieht, dass ein anderer die Chance nicht freimacht. Aber es ist kein Vorwurf. Wir müssen da alle zielstrebiger sein, zielstrebiger zum Tor spielen. Ich meine, war ja auch, dass vorne vielleicht die Flanke noch einen Tick genauer bringen oder wir müssen halt alle das erzwingen, das Tor. Und ich denke, dann kommt der Erfolg auch wieder. Was kann man Positives mitnehmen für das Spiel in Nürnberg am Mittwoch? Ja, wie gesagt, es ist ein DFB-Pokal, hat andere Gesetze, ist alles möglich. Wir spielen zu Hause, Kulisse wird da sein, wir werden uns den Arsch aufreißen. Und deswegen, wir gehen damit Hoffnung rein, es ist ein ganz anderes Spiel. Und wir werden alles geben, da eine Runde weiterzuspielen.